Nur noch als Beifahrer unterwegs sein, sehr ungewohnt für Michel, der sonst selbst täglich viele Kilometer fährt. Doch er ist seinen Führerschein erstmal los. Der Grund? Alkohol. Michel redet offen darüber, möchte aber nicht erkannt werden. Vor allem aus beruflichen Gründen. Es ist gut 4 Monate her. Ich hatte 2,5 Promille, wo ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, weil ich totales Blackout hatte. Und ja, der Führerschein ist 9 Monate mindestens weg erstmal. Er gerät weder in eine Kontrolle noch baut er einen Unfall. Er läuft einfach auf einem Rastplatz auf einen Streifenwagen zu und stellt sich. Das erfährt er aber erst später, denn für ihn verschwimmt die damalige Nacht zum größten Teil im Alkoholnebel. Erinnern kann ich mich eigentlich an so gut wie gar nichts mehr, was in der Polizeistation, wo ich wahrscheinlich gewesen bin, gewesen ist, null. Und das Erste, wo ich mich wieder daran erinnern kann, ist halt, dass ich vor einer S-Bahn gestanden habe und wohl mich davor werfen wollte, Aussichtslosigkeit irgendwie, und habe dann irgendwann ein Taxi rufen lassen und bin halt mit dem Taxi nach Hause gefahren. Michel trinkt seit seiner Jugend. Vor knapp 10 Jahren verliert er schon einmal seinen Führerschein, allerdings nur für einen Monat. Danach schafft er es, aus eigener Kraft 2 Jahre trocken zu bleiben. Dann der Rückfall. Ich habe die Selbsthilfegruppen nachher nicht mehr besucht, den Suchtberater nicht mehr besucht, weil ich halt dachte, ich schaffe es alleine. Habe dann gemerkt, dass es nicht geht. Und habe dann halt, weil ich mich selbst nicht ausdrücken konnte, mehr getrunken in der Hoffnung, dass ich halt angesprochen werde. Habe bis zu 1,5 Liter Wodka täglich getrunken. Aber von außen ist halt einfach nichts gekommen. Die meisten Erwachsenen trinken hin und wieder, ohne in eine Abhängigkeit zu geraten. Doch bei einigen wird es immer mehr. Schleichend entwickelt sich die Sucht. Für die Diagnose einer Abhängigkeit haben Mediziner verschiedene Kriterien. Zum Beispiel die Gewöhnung. Das heißt, der Mensch braucht immer höhere Dosen, muss immer mehr trinken, um noch eine Wirkung zu erzielen. Und wenn er aufhört zu trinken, dann kriegt er Entzugserscheinungen, Schwitzen, Zittern, Unruhe. Wir können psychische Kriterien einer Abhängigkeit, das heißt Kontrollverlust, wenn ich anfange zu trinken, kann ich nicht mehr stoppen. Und das Zweite ist, wenn ich einen Suchtdruck entwickle, ich gehe an der Kneipe vorbei, werde unruhig, fange an zu zittern. Und weitere Kriterien sind, wenn man weiter trinkt, obwohl es bereits zu Folgeerscheinungen gekommen ist. Und wenn man seine anderen Dinge, die im Leben wichtig waren, Hobbys, Beruf, vernachlässigt. Es gibt verschiedene Arten der Abhängigkeit. Süchtige Trinker verzichten eine Zeit lang auf Alkohol, doch ein Glas reicht, um sie wieder völlig abstürzen zu lassen. Quartalstrinker haben lange Zeit die Kontrolle über ihren Konsum. Doch plötzlich wird der Druck übermächtig und sie trinken bis zum Umfallen. Das hält ein paar Tage an, dann gewinnen sie die Kontrolle zurück. Michel fällt in die dritte Kategorie, die Spiegeltrinker. Das heißt, sie brauchen eine gewisse Menge an Alkohol, um zu funktionieren. Wenn der Spiegel abfällt, dann werden sie unruhig, kriegen sie Entzugserscheinungen. Wenn sie dann wieder den Alkohol nachschütten sozusagen, dann können sie wieder ganz gut funktionieren. In Deutschland können Alkoholabhängige eine Therapie stationär oder ambulant machen. Am Anfang steht immer der körperliche Entzug, die Entgiftung. Michel ist bereits in der sich anschließenden Reha. Hier lernt er, drohende Rückfallsituationen zu meistern und bekommt Hilfe für die Rückkehr ins soziale Leben. Die Reha dauert zwischen 8 und 15 Wochen. Michel bleibt den vollen Zeitraum. Damit hat Deutschland mit die längsten Behandlungszeiten weltweit, was sich auszahlt. Wenn Menschen sich auf so eine Rehabilitation einlassen, geht man davon aus, dass ungefähr 2/3 der Menschen es langfristig schaffen, abstinent zu leben. Damit sind wir weltweit in unserem Suchthilfesystem sehr, sehr gut. Seit 4 Monaten hat Michel keinen Tropfen getrunken. Um die Fahrerlaubnis zurückzubekommen, muss er aber nach Therapieende noch 1 Jahr abstinent bleiben. Und es gibt eine weitere Besonderheit. Hätte er aktuell den Führerschein, könnte die Behörde ihn jetzt jederzeit einziehen. Die Regel sagt aus, jeder, der eine Alkoholabhängigkeit hat, ist fahruntauglich. Das Problem ist, 85% der Alkoholabhängigen gehen nicht in Therapie und die fahren draußen rum. Während die Patienten, die in Therapie sind, die eine sehr gute Prognose haben, die müssen dann oft den Führerschein abgeben, weil sie eben Alkoholabhängigkeit als Diagnose nachgewiesen haben. Michel war früher sehr sportlich. Doch unter dem Alkoholeinfluss hat er in den letzten Jahren seinen Körper vernachlässigt. Bewegung gehört in der Reha zum Basisprogramm und der 51-Jährige wird immer fitter. Auch das trägt dazu bei, dass er optimistisch in die Zukunft blickt. Mir geht es täglich besser, würde ich sagen. Und ich denke, hier wird mir geholfen. Die Vorbereitung auf mein zukünftiges Leben läuft optimal. Und trocken bleiben, trocken bleiben, trocken bleiben.
Das Fahrrad wird noch eine Zeit lang das einzige Fortbewegungsmittel sein, das Michel selbst lenken kann. Doch seine Chancen, den Führerschein zurückzuerhalten, stehen gut. Denn er ist weiter auf dem besten Weg, der Sucht dauerhaft zu entkommen. Suchtexperte Dr. Raphael Gassmann ist bei uns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kommt von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Aktuell läuft die Aktionswoche gegen Alkohol. Motto: weniger ist besser. Was ist Ihr konkretes Ziel? Ja, das konkrete Ziel ist, den enormen Alkoholkonsum in Deutschland zu reduzieren. Wir haben in Deutschland eine völlig außergewöhnliche Situation, auch im internationalen Vergleich. Ganz konkret 9,5 Liter reinen Alkohol, nicht Alkoholprodukte, sondern reinen Alkohol trinkt durchschnittlich jeder Deutsche pro Jahr. Das ist eine enorme Menge, viel zu hoch. Und so haben wir auch viel zu hohe gesundheitliche und soziale Probleme durch Alkohol. Ja, aber nicht jeder wird ja abhängig, oder? Ja. Der eine, der verträgt es ganz gut und der nächste trinkt genauso viel und ist plötzlich in einer Alkoholabhängigkeit drin. Ja. Wo ist da die Präposition? Naja, das unterliegt ganz vielen Einflussfaktoren. Wir haben einerseits die genetische Veranlagung, wir haben die Erziehung, die Familie, das Umfeld. Wie ist man Alkohol ausgesetzt? Welches Vorbild sind die Eltern in Deutschland? Aber auch das Problem, welches Vorbild ist die Gesellschaft? Das sind sehr unterschiedliche Einflüsse. Und letztlich, ob es noch mal gut geht oder ob es nicht gut geht, das weiß man leider immer erst vom Ende her. Und darum sagen wir, weniger ist besser. Was passiert, wenn ich Alkohol trinke? Was macht der Alkohol mit meinem Körper? Und dann, wenn ich zu viel trinke, vielleicht dann auch mit der Psyche? Naja, erstmal entspannt er sie. Er macht sie etwas lässiger. Und das ist ja etwas, wo die Werbung ansetzt. Werbung sagt ja, Alkohol macht attraktiv, Alkohol macht entspannt, Alkohol sorgt für Abenteuer, für interessante Erlebnisse. Also erstmal entspannt sie Alkohol. Und dann natürlich sorgt Alkohol dafür, dass er sie auch enthemmt. Das ist die nächste Stufe der Entspannung. Ich sag mal, ab dem zweiten Glas geht die Enthemmung los. Wie das nach dem fünften oder sechsten Glas aussieht, wissen wir alle in dieser Alkoholgesellschaft. Alkohol enthemmt sie also und Alkohol sorgt dafür, dass sie mehr Alkohol trinken wollen. Und so ist das eine Spirale, in die sich viele Menschen begeben, sowohl nach dem ersten Glas, wenn es nicht bei einem Glas zum Essen bleibt oder bei einem Feierabendbier, was ja oft zitiert wird, sondern wenn es auch das zweite, dritte, vierte Glas oder die zweite, dritte, vierte Flasche gibt. Und dann jeden Abend zum Feierabend. Ne? Ganz wenn genau. Wenn man sich da die Krankheitsverläufe anguckt, in Anführungsstrichen, wie sieht das dann aus? Weil wenn ich jeden Tag zu viel Alkohol trinke, dann passiert was mit dem Körper. Naja, selbstverständlich. Der Körper gewöhnt sich daran. Er versucht, mit dem Gift umzugehen. Alkohol ist ein Zellgift. Wir kennen das ja aus dem Haushalt. Die üblichen Reinigungsmittel, wenn wir eine fettige Küchenspüle wischen wollen, da ist ja in der Regel auch Alkohol drin. Weil es ein Zellgift ist, weil es Fette auflöst. Und unser Körper wird dadurch in jeder Hinsicht angegriffen. Wir haben über 200 Krankheiten, die Alkohol mit verursacht oder alleinig verursacht. Und mit der Zeit gewöhnt sich der Körper dran. Das ist das Problem beim Alkoholentzug. Den also ohne ärztliche Begleitung, ohne medikamentöse Unterstützung zu machen, ist ja bis hin zu lebensgefährlich, ähnlich wie bei Heroin. Daran merkt man, wie gefährlich diese Droge ist. Der Körper hat sich so darauf eingestellt, mit dem Gift irgendwie zurande zu kommen, dass er den Verlust des Giftes dann damit quasi sich selber schädigt. Für Angehörige die wichtigste Frage und auch für den Freundeskreis, wenn man merkt, da ist einer, der braucht das Zeug und zwar täglich und in Maßen, die nicht mehr mit dem üblichen vergleichbar sind. Wie kriege ich denjenigen dazu, sich professionelle Hilfe zu holen? Ist ja oft schwierig, die Menschen anzusprechen und letztendlich auch den Schritt zu wagen, in eine stationäre Therapie oder überhaupt mal zum Arzt zu gehen und mit dem drüber zu reden. Ja, ganz genau. Für die Angehörigen, für Freunde, für Kollegen ist es wichtig, erstens es anzusprechen und nicht so zu tun, als hätte man es nicht mitgekriegt. Wenn ein Kollege mitkriegt, der da oder die da kommt jeden Morgen, hat eine Fahne, Leistung wird immer problematischer, Verhalten wird immer gereizter, uneinschätzbarer und so weiter, ansprechen. Für Angehörige natürlich umso mehr, für Ehepartner auch. Das Zweite, was wichtig ist, ist aber auch, sich selber zu schützen, nicht zu so einem Kompagnon zu werden, nicht es zu entschuldigen, bei Tarnung mitzuhelfen und so weiter, sondern auch zu sagen, ich billige das nicht, das ist ein Problem für die Familie, für die Firma, für mich als Sohn oder sonst was. Bitte tu etwas, ändere das, das ist nicht normal, nicht richtig, das ist ein Problem. Wie lange dauert eine erfolgreiche Alkoholtherapie? Naja, sie machen eine Alkoholtherapie, wir haben es auch in dem Film gerade gesehen, bis hin zu 15, 16 Wochen dauert es und das ist auch erforderlich. Wir haben es auch gesehen, es lohnt sich, die relativ lange therapeutische Dauer birgt auch für mehr Erfolge. Aber die Position des Alkohols in Deutschland zu verändern, das ist eine Herkulesaufgabe. Gesetzlich müssen wir da auch irgendwie eingreifen, aber bei uns ist die Lage ja noch ganz entspannt, was die Gesetzeslage angeht. Ja, das ist hier extrem. Also wenn ich daran erinnere, Alkohol im Straßenverkehr, großes Problem. Und dennoch wird Alkohol an Tankstellen verkauft. Wir hören von den Tankstellenverbänden, bis zu 30% des Umsatzes macht der Alkohol und des Gewinns. Alkohol hat im Straßenverkehr nichts zu suchen, also auch an Tankstellen nicht. Ist ein Punkt.
Alkohol bleibt ein Problem. Wir bleiben dran. Vielen Dank für die Informationen und für den Besuch bei uns im Studio.